Moin Leute hier aus Timmendorf. Wir fahren jetzt ab vom Campingplatz Leuchtturm, fahren weiter die Ostseeküste entlang. Wir haben uns einen Campingplatz ausgesucht und ja, wir werden mal schauen, ob da noch was frei ist. Ist im Moment sehr voll auf diesem Küstenabschnitt. Ist auch nicht besonders viel. Also der liegt zwischen Kühlungsborn und Heiligendamm, den wir anfahren werden. Und beides sind stark frequentierte Badeorte. Und Kühlungsborn ist nur ein Platz. Den möchten wir auf gar keinen Fall anfahren, weil der mit Sicherheit sehr überlaufen ist. Und wir hoffen, dass der dazwischen drin noch ein Plätzchen für uns frei hat. Ansonsten müssen wir weiterfahren und dann wird es eine größere Strecke, weil wie gesagt, hier sind nicht allzu viele Plätze. Ja, drückt uns wie immer die Daumen. Wir nehmen euch mit und schaut, was so passiert. Ne? Also, wir sehen uns. So, wir sind angekommen am Stellplatz Sanddornstrand. Ja, und es sind noch, weiß Gott, genügend Stellplätze frei. Uns kamen sehr, sehr viele Wohnmobile entgegen. Scheinbar sind die eher alle in der anderen Richtung unterwegs. Das Problem hier ist, man kriegt das Auto nicht vernünftig ausgerichtet. Also wir stehen jetzt schon auf zwei Keilen und stehen seitlich immer noch sehr schräg. Wir gucken jetzt einfach mal, wir haben schon den Platz gewechselt und hier ist das genauso. Und ja, wir gucken jetzt mal, ob alles funktioniert und wie wir uns fühlen. Also Platz ist sehr schön, wir gucken dann auch ein bisschen außen rum und mal schauen, ob wir dann länger als einen Tag bleiben. Also bis jetzt der erste Eindruck ist sehr gut, bis auf das schräge Stehen halt hier. Ja, da vorne ist, sieht man schon das Wasser. Das ist allerdings eine Steilküste hier. Müssen wir mal gucken, wie das sich dann von vorne gestaltet. Aber dann nehmen wir euch mit. Das seht ihr dann auch. Ja, Freunde der Nacht. Da sind wir auf dem Stellplatz in Wittenbeck. Sanddornstrand. Zwei geteilt der Stellplatz, weiter oben gibt es auch noch welche. Dann hier runter die ganze Reihe. Wie ihr seht, gibt es noch Plätze zu haben. Strom gibt es auch, aber nicht an jedem Platz wohl. Von daher besser autark sich versorgen zu können. Ist nur ein bisschen schwierig, wenn man da eine Solarplatte oben drauf hat. Weil da sind nämlich Bäume, die dann ziemlich viel Schatten werfen. Das Restaurant ist hier direkt dabei. Strandgut. Die Fotos bei Google von den Speisen sahen sehr ansprechend aus. Leider ist das Restaurant bis Mittwoch geschlossen. Wenn sich noch was geändert hat. Und ansonsten haben die zivile Preise. Handgeklopfte ja. Schweineschnitzel. Ist schon ein bisschen 18,30 geworden. Vor zwei Jahren noch 14,50. Currywurst mit Pommes 10,90 €. Von 9,10 € damals. Ja. Aber das ist halt die Inflation geschuldet und nicht zu vergessen der gestiegene Mehrwertsteuer für Restaurationsbetriebe. So, wie ihr seht, ist man auch eine relativ dicht Sichtweite vom Meer. Da gehen wir gleich mal hin. Bis gleich. Ja, hier laufen wir jetzt gerade der Fähr- und Entsorgung vorbei. Wie man sieht, sind auch Duschen vorhanden. Ein Baucontainer und daneben dann eine Toilette, das ist aber eine öffentliche. Ja. Die Dusche ist mit dem Preis enthalten. Stellplatzgebühr 18 €. Normalerweise mit Kurtaxe, da wir da aber befreit sind, können wir euch nicht sagen, wie hoch die Kurtaxe derzeit ist.
Stimmt nicht, die Toilette kostet 50 Cent, auch für den Stellplatz, so wie es aussieht. Ich denke, sonst kommt man da nicht rein. Das ist mein Blick, ne? Weißes Segelboot, Strand, Kiesstrand, tolle Wasserfarbe. So, jetzt geht's bergab. So, hier sind wir jetzt am Strand. Hier, wie man sieht, im Kiesstrand. Soweit man guckt, da hinten ist Kühlungsborn, da sieht es aus, als sei der Sandstrand. Und da ist ein Schiff, noch ein Schiff, noch eins. Und ansonsten schönes Wasser. Ganz klar hier, ohne Algen. Nett. Ja? Mhm. Ja. So, wir sitzen hier auf der Treppe zum Strand. Richtig schön friedlich hier. Und haben hier mit uns zwei Feuersteine gefunden. Und haben damit schon die ersten Funken produziert. Schon interessant. Also mit der Zeit, wenn man da, man braucht Geduld. Man muss draufschlagen, draufschlagen. Mit der Zeit riecht man das schon. Die fangen an, ein bisschen wie Zündhölzer zu riechen. Dann wie abgebrannte. Also eine interessante Sache. Ich habe das vorher auch nicht gewusst, dass das Feuerstein ist, aber mittlerweile weiß ich das. Ist schön. Schön hier. Findet man hier auch viele. In der Ostsee. Also hier zumindest, wenn man weiß, wie die aussehen. Ja. Aber ja, ist nett hier. Ne? Ja, kann man aushalten. Ja, schön. Beschaulich. Ja. Das Meer hat eine tolle Farbe und der Himmel. Einfach herrlich. Ist auch nicht so kalt heute. Das ist schön. So, moin Freunde aus Wittenbeck. Wir verabschieden uns jetzt hier aus Wittenbeck. Ist ein netter Stellplatz. Man ist auch, steht auch direkt am Meer. Gehen so ein paar Stufen runter. Gibt auch ein Stückchen weiter rechts einen Hundestrand für alle, die mit dem Hund unterwegs sind. Es soll relativ flach reingehen. Ich weiß nicht, gestern hat keiner gebadet. War ja ein kühler Wind. Und heute regnet es leider. Ja, es gibt ja auch kostenlose Duschen. Und der Strand habt ihr ja gesehen auf den Bildern. Es ist ein Kiesstrand. Für alle, die gerne schöne Steine suchen, wie ich, ist das natürlich schön. Ja, mit Kindern ist halt ein Sandstrand eigentlich immer ein bisschen netter. Ne? Ansonsten hoffen wir, unser Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Daumen hoch, Leute! Ja, wenn es euch gefallen hat, Stefan sagt Daumen hoch. Falls ihr noch kein Abo gemacht habt zu unserem Kanal, wir freuen uns darüber. Euch kostet es nichts und ihr verpasst kein neues Video mehr von uns. Also dann, bis zum nächsten Video. Wir freuen uns auf euch.